Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Die wahre Bedeutung des unendlichen Wegs liegt darin, zu erkennen, dass das Leben spirituell ist und daher unser individueller Ausdruck dieses Lebens ebenfalls spirituell sein sollte. Dass unser ganzes Dasein die Harmonie und Vollkommenheit des göttlichen Geistes und nicht nur körperliche Gesundheit und materiellen Wohlstand zum Ausdruck bringen soll. Irrt euch nicht, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Wenn allerdings nach dem geurteilt wird, was unsere fünf Körpersinne melden, könnte man den Eindruck gewinnen, Gott lasse seiner spotten. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Sterblichen. Wie lässt sich diese Feststellung mit der Tatsache vereinbaren, dass nicht nur auf unseren Straßen täglich Menschen umkommen, sondern wir auch noch die Blüte unserer Jugend in den Krieg schicken, damit es mit dem Getötetwerden noch schneller geht als im normalen Verkehr durch Unfälle? Tatsächlich wird Gott auf der Bühne der Welt verspottet. Wenn wir auf den Körper säen, werden wir vom Körper das Verderben ernten. Und wenn wir auf den Geist säen, werden wir vom Geist ewiges Leben ernten. So liegt also in dieser Aussage der Bibel die Antwort auf das Problem von Sünde, Krankheit und Tod. Gott wird nicht verspottet, während wir auf den göttlichen Geist sehen und ein spirituelles Leben führen. In gleicher Weise wird Gott auch dann nicht verspottet, wenn wir uns von Gott abwenden, also auch von der spirituellen Lebensweise abweichen. Denn dann haben wir auch selbst die Konsequenzen aus dieser Abkehr zu tragen. Insoweit wird Gott dann nicht verspottet, weil es einfach nicht möglich ist, Gottes Wohltaten zu ernten, während wir Gottes Gesetze verletzen. Das zukünftige Ernten der Früchte unserer heutigen Taten oder das Ernten der Auswirkungen von Handlungen früherer Leben zu einer späteren Zeit wird in den östlichen Lehren als Karma bezeichnet. Es ist in der Philosophie als das Gesetz von Ursache und Wirkung bekannt. Die Heilige Schrift formuliert dieses Gesetz so: Was der Mensch sät, das wird er ernten. An irgendeinem Punkt in unserem sich entfaltenden Bewusstsein jedoch kam die Vorstellung einer getrennten Existenz auf, abgelöst von Gott, und so kamen wir dazu, uns von Gott getrennt zu sehen. Solange wir einen materiellen Lebenscode akzeptieren, solange wir das Konzept von Endlichkeit und Begrenzung akzeptieren, ernten wir eben diesen Daseinszustand, wenn auch im Grunde genommen nur in der Annahme. Wenn wir uns jedoch zu unserem spirituellen Urzustand zurückbegeben, kommen wir in Einklang mit allem, was gut, spirituell und harmonisch ist. Vielen von denen, die sich schon um Heilung durch die eine oder andere metaphysische Schulrichtung bemühten, doch dann feststellen mussten, dass sie keine Heilung erfuhren, ist aufgegangen, dass sie versucht hatten, das Gesetz des Geistes oder Gott in ihre sterbliche oder materielle Vorstellung von der Existenz zu integrieren. Sie versuchten also, ein sterbliches Lebenskonzept, den alten Adamstraum, nachzubessern, anstatt sich vom sterblichen und materiellen Leben zum spirituellen Leben hinzuwenden. Doch wie erkennen wir, ob wir auf das rein körperliche Dasein säen? Und wie wenden wir uns in diesem Fall zum spirituellen Sinn des Lebens hin? Schon von unserer Geburt an leben wir alle in einer materiell ausgerichteten Lebensvorstellung, einem Dasein, das darin besteht, sich um das persönliche Ich zu drehen, zu versuchen, für das Ich den Lebensunterhalt zu verdienen, etwas zu erwerben, zu erreichen oder es zu etwas zu bringen. All das ist die begrenzte und endliche Vorstellung von Existenz. In diese sind wir als menschliche Wesen hineingeboren, und von dieser müssen wir uns jetzt abwenden, wenn wir auf den Geist säen wollen.
Die spirituelle Lebensvorstellung, die das Gegenteil der menschlichen ist, setzt die Erkenntnis voraus, dass ich und der Vater eins sind und dass alles, was der Vater hat, auch unser ist. So werden wir zu jenem Bewusstseinspunkt, durch den sich Gott der Welt offenbart, anstatt lediglich Gesundheit, Harmonie, Erfolg und Wohlstand zu erlangen und zu demonstrieren. Auf diese Weise sehen wir auf den Geist und werden vom Geist das ewige Leben ernten. Sich für eine Person zu halten, die etwas verdient, die etwas wert ist und aus sich heraus etwas darstellt, heißt auf die endliche, begrenzte Vorstellung säen und infolgedessen das Verderben ernten. Doch all das löst sich auf, sobald wir erkennen, dass nicht wir etwas beweisen müssen, sondern Gott der eine ist, der etwas manifestiert, und dass Gottes Offenbarung darin besteht, dass er sich als die Individuen, du und ich, zum Ausdruck bringt. Sobald wir die Verantwortung für unser Leben ihm überlassen und erkennen, dass Gott unser Leben und unsere Seele ist und dass die Verantwortung für unsere Erfolge oder Fehlschläge, für unser ganzes Lebenswerk, auf den Schultern des Prinzips ruht, das uns ins Dasein brachte. In diesem Moment beginnen wir das spirituelle Leben zu leben. Das kann sehr schnell geschehen oder aber auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, je nachdem, wie hartnäckig wir daran festhalten, das alte Ich als Joel, Bill oder Maria beizubehalten, oder wie entschieden wir unseren eigenen Weg gehen wollen. Es ist wahr, dass jene, die diesem persönlichen Dasein frönen, oft auch das erlangen, was sie suchen, nämlich Gesundheit, Erfolg und Wohlstand. Doch erweist sich das in vielen Fällen als ein Sodomsapfel. Denn nachdem etwas erreicht wurde, stellt man plötzlich fest, dass es nicht das ist, was man eigentlich suchte. Diejenigen dagegen, die ein spirituelles Leben führen, haben irgendwie das wahre Glück, Frieden und Sicherheit gefunden und das keineswegs auf Kosten anderer. In unserem gegenwärtigen Zeitalter ist es möglich, die Wunder, die der Meister durch Verköstigungen und Heilen der Menschenmängel verbrachte, zu wiederholen. Aber nur dann, wenn wir nicht vom Standpunkt persönlicher Macht oder persönlichen Reichtums ausgehen, sondern von der Unendlichkeit und Allgegenwart Gottes. Sollte es da nicht möglich sein zu verstehen, dass sich dieses Gesetz, diese Unendlichkeit durch dich und mich in derselben Weise kundtun kann, wie dies beim Meister geschah? In der Tat tritt es als du und als ich in Erscheinung. Es gibt nur das eine Gesetz, das eine Prinzip. Anstatt zu versuchen, dieses Gesetz zu benutzen, sollte jeder von uns ihm erlauben, uns zu benutzen. Das ist einer der großen Unterschiede zwischen der endlichen und der unendlichen Lebensauffassung. In der Sprache der Heiligen Schrift würde das etwa so lauten: Alles, was ihr tut, das tut zur Verherrlichung Gottes. In anderen Worten, wir tun es überhaupt nicht. Gott tut es durch uns oder als wir zu seiner Verherrlichung. Niemand sollte den Fehler machen zu glauben, der Meister habe zu seiner eigenen Verherrlichung geheilt und die Massen gespeist. Wenn ich nicht weggehe, wird der Tröster nicht zu euch kommen. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir uns immerzu an die Person halten, die Jesus genannt wird, oder an eine persönliche Macht glauben, die du oder die ich haben und für das eigene Wohl einsetzen können, werden wir niemals das Prinzip lernen oder fähig sein, seine Herrlichkeit in unserem Leben zu erfahren. Der einzige Zweck der spirituellen Wahrheit besteht darin, das große Prinzip aufzuzeigen, dass Gott das Leben aller und die universelle Macht ist,
dass Gott immer verfügbar ist und dass Gott hier ist, um seine eigene Kraft und Herrlichkeit zu offenbaren. Sobald wir erkennen, dass Gott, dieses große göttliche Ich, wirklich das Ich ist, das Ich bin, haben wir begonnen, die Universalität Gottes zu erfassen. Wenn wir aufhören, das Leben aus der endlichen Vorstellung als menschliche Wesen zu betrachten, die allen sterblichen und materiellen Gesetzen unterworfen sind, und wenn wir zu erkennen beginnen, dass mein Ich Gott ist, dass Ich, das unendliche Bewusstsein Gott ist, in dem Moment haben wir das Gefühl der Trennung von Gott verloren, das uns als verlorene Söhne in die Welt getrieben hat. Dann beginnen wir, unsere Schritte ins Vaterhaus zurückzulenken, um dort mit dem Purpurkleid und dem Ring bekleidet zu werden. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa einem Fehltritt verfiele, so helft ihm wieder mit sanftmütigem Geist auf, ihr, die ihr geistlich seid. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn sich jemand dünkt, etwas zu sein, obwohl er doch in Wirklichkeit nichts ist, so betrügt er sich selbst. Wir vergeistigen unser Bewusstsein, wenn wir auch nur bis zu einem gewissen Grad die Wahrheit erkennen können, dass Gott die Quelle allen Schöpfertums und das Prinzip und das Leben unseres Seins ist, und dann dieses Verständnis mit anderen zu teilen. Wir tragen seine Last tatsächlich und entfernen sie von ihm, indem wir die spirituelle Natur des individuellen Seins erkennen und unsere Nächsten an unserem Verständnis teilhaben lassen, dass wir alle Kinder des einen Vaters sind. Durch Gnade bringen wir in einem gewissen Maß die unendliche Harmonie Gottes zum Ausdruck, aber nicht durch Gedanken, sondern durch Gnade. Aus mir selbst bin ich nichts. Aus mir selbst vermag ich nichts. Doch die unendliche Natur und Wesensart Gottes, die unendliche Allheit, die Gott ist, manifestiert sich immerzu als mein individuelles Sein, erscheint immer hier auf Erden, als Wort, das Fleisch geworden ist. Ich kann also jeder Anforderung genügen, nicht weil ich selbst etwas bin, sondern weil sich die Unendlichkeit Gottes durch all jene ergießt, die sich ihr zuwenden. Mit einer solchen Erkenntnis beginnen wir, den Geistesfrieden und die Sicherheit zu erfahren, die von Gott kommen. Und das erleben wir in noch größerem Maß, wenn wir das zweite Gebot erfüllen: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir leben in einer Zeit größter Ungewissheit, in der alles Mögliche geschehen kann, in einer Zeit voller Unruhe und Gefahren. Wenn es überhaupt eine Hoffnung für die Welt gibt, dann muss sie durch diejenigen kommen, die spirituelle Erleuchtung erlangt haben. Die Geschichtsbücher sind angefüllt mit Berichten vom Fall und Aufstieg von Nationen, die kommen und gehen, eine nach der anderen, die besiegt wurden oder trotz vieler Schlachtensiege untergingen. Frieden kann nur auf eine Art und Weise kommen, nämlich durch das erleuchtete Bewusstsein derjenigen, die sich stets an den göttlichen Geist wenden. Irgendwo und irgendwann wird diese spirituelle Evolution beginnen. Dennoch besteht eine Hoffnung. Niemals zuvor in der Geschichte war die spirituelle Gewahrwerdung unter den Menschen so verbreitet wie in der heutigen Zeit. Es stimmt, es gab schon immer Männer in der Priesterschaft, die von spiritueller Kraft wussten, die sich ihrer wahren Identität bewusst waren und die fähig waren, diese spirituelle Kraft für sich und andere konkret umzusetzen. Die Situation ist aber jetzt noch etwas anders, denn heute gibt es überall in der Welt Menschen wie du und ich, also gewöhnliche Menschen, die einen kleinen Einblick erlangten in das, was spirituelle Macht tun kann,
und die Beweise von dieser Geistesmacht erhielten, auch für die Heilung von Körper und Gemüt, wie auch in Bezug auf Finanzen und Moralverhalten. Doch hat es nur wenige in der Menschheitsgeschichte gegeben, die Gott tatsächlich kannten und wussten, was Gott ist. Diejenigen, die eine tatsächliche Gewahrwerdung Gottes erreichten, haben die Wahrheit geschaut. Ich bin er. So oft wir Christus als ein immer gegenwärtiges Prinzip des Lichts und Lebens und als allgegenwärtige Hilfe für den, der an ihn denkt, bewusst erkennen, machen wir die Christus-Wahrheit verschiedensten Menschen irgendwo auf der Erde zugänglich. Wenn wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst, werden wir uns dafür öffnen, den Christus, die Christusgegenwart, die Kraft Christi an jedem Ort und jeder Zeit zu erkennen, wo immer jemand die Hand nach Gott ausstreckt. Der Arm des Herrn ist nie zu kurz, als dass er nicht helfen könnte. Wenn aber der Arm Gottes nicht zu kurz ist, warum gibt es dann so viel Unheil auf dieser Welt? Nicht, weil Gott nicht allgegenwärtig wäre, sondern weil die Allgegenwart Gottes nicht erkannt wird. Gott ist gegenwärtig als dein Bewusstsein und als mein Bewusstsein, als die Tätigkeit deines und meines Seins. Doch bedarf es deiner Anerkennung wie auch der meinen, um ihn bewusst wahrzunehmen. Darin liegt das Geheimnis geistigen Heilens. Alles, was der Ausübende tut, ist die Allgegenwart und Allmacht des Christus in der Erfahrung des Patienten zu erkennen. Ist es dann nicht nur ein weiterer Schritt, das Christusbewusstsein in der Erfahrung jedes Menschen auf der Erde als allgegenwärtig und allmächtig zu erkennen und es deshalb für alle zugänglich zu machen, die danach Ausschau halten? Heute müssen wir erkennen, dass wir nicht erst eine besondere Art von Wahrheitsschülern werden müssen, damit Gott und Christus für uns da sind. Das soll unser Beitrag für die Welt sein. Wir können nicht in die Welt hinausgehen und sagen, wir wollen den Krieg abschaffen. Wir selbst haben noch nicht genug bewiesen, dass wir auf Streit in unserem eigenen Leben verzichten können. Wenn du und ich beginnen, uns zu ändern, umzukehren, dann lassen wir die Wahrheit, anstatt sie für irgendeinen persönlichen Vorteil zu nutzen, sich unserer bemächtigen, sodass sie sich als wir manifestiert, auf dass Gott sich sichtbar mache, das Wort Fleisch werde. Das ist nicht ganz so einfach, aber notwendig. Diese Umkehr unserer Einstellung gilt es zu erreichen, ob es einfach ist oder nicht. Der Meister hat uns vor keine leichte Aufgabe gestellt. Er sagt nicht umsonst, die Pforte ist eng und der Weg schmal, der zum Leben führt, und wenige sind ihrer, die ihn finden. Tatsächlich, es sind nicht viele. Die meisten möchten Gott immer nur benutzen, um irgendeine Situation in ihrem Leben zu verbessern, anstatt zur Höhe des Bewusstseins zu gelangen, wo wir beten, rede Herr, dein Knecht hört. Benütze mich, lass mich der Ort im Bewusstsein sein, durch den Gott zu all jenen strömt, die ihn suchen. Lass mich nicht meine persönliche Macht suchen, sondern Gott. Lass mich das Fahrzeug oder die Straße sein, als die Gott sich zum Ausdruck bringt, damit alle ihn empfangen können, bis sie selbst lernen, dass alles, was ich bin, auch sie sind. Alles, was Christus ist, bin ich. Ich in Gott und Gott in mir. Alle eins, alle Kinder Gottes. Und wenn Kinder, dann auch Erben. Und wenn Erben, dann Miterben mit Christus in Gott. Wenn wir erwachen, werden wir ihn sehen, wie er ist. Wir müssen nicht erst sterben, um zu erwachen. Wir müssen nicht sterben, um wie er zu werden. Wir können unser Sterben hier und jetzt vollziehen. Und das tun wir, wenn wir täglich auch nur ein wenig von unserem Menschsein aufgeben. Wenn wir auch nur ein wenig erkennen,
dass wir uns nicht darum sorgen müssen, was wir essen oder trinken sollen oder womit wir uns kleiden. Wir brauchen uns nur zu entspannen und zu erkennen, dass der himmlische Vater, der hier und jetzt zugegen ist, sehr wohl weiß, dass wir dessen bedürfen und dass es sein Wohlgefallen ist, uns das Königreich zu geben. Sobald wir unser bewusstes Denken entspannen, indem wir unsere Verantwortungen loslassen und tatsächlich die Wahrheit akzeptieren, dass Gott unsere Bedürfnisse kennt, wird sich unser ganzes Leben ändern. Wir sollen uns nicht um Dinge oder Personen sorgen. Unser ganzes Denken soll auf Gott als die Wirklichkeit und das unendliche Bewusstsein unseres Seins ausgerichtet sein und nicht auf die Form, als welche Gott in Erscheinung tritt. Denn euer Vater weiß sehr wohl, dass ihr alles nötig habt. Es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. An dem Tag, an dem ich die Bedeutung dieser Bibelstelle erkannte, verstand ich, was es heißt, auf das Fleisch säen. Es bedeutet, etwas im materiellen Bereich zu erreichen suchen. Es kann sich dabei auch um angenehme Dinge handeln, wie Stellung, Geld oder Freunde. Ich erkannte, dass genau das der Punkt ist, wo wir mit unserem Lebensschifflein scheitern, nämlich bei dem Versuch zu entscheiden, welche Person, welcher Ort, welche Sache für uns wünschenswert ist, um dann das Gesetz Gottes zu benutzen, das Gewünschte zu erlangen. In diesem Schriftwort fand ich die Antwort auf alle Probleme des Lebens und stellte fest, dass wenn ich meine Gedanken und meine Aufmerksamkeit auf Gott gerichtet hielt und versuchte, in meinem Sein die spirituelle Natur des Lebens zu erkennen, es nicht mehr notwendig war, sich um die Dinge des täglichen Bedarfs zu sorgen. Immanuel, Gott ist mit uns. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. So wollen wir das einmal als unseren Leitstrahl nehmen, als das Licht, das uns führt. Das legt die Verantwortung für unsere Gesundheit, unseren Wohlstand, unseren Frieden und unsere Sicherheit in Gottes Hand. Er ist das schöpferische Prinzip. Du wirst denjenigen in vollkommenem Frieden erhalten, dessen Geist immerzu auf dich gerichtet bleibt. Betet ohne Unterlass. Die einzige Möglichkeit, ohne Unterlass zu beten, ist das beständige Gewahrsein dieser unendlichen Macht und Gegenwart, dieses großartigen Erhalters des Universums und der ganzen Schöpfung, die alle Männer und Frauen auf Erden mit einschließt. Nur die Christusgegenwart kann menschliche Erfahrungen in spirituelle Offenbarung oder Erleuchtung umwandeln. Wenn wir unser Leben ohne diesen Sinn für die Gottgegenwart, für den innewohnenden Christus führen, dann ist alles, was wir haben, ein physischer Körper, der schon Verfallserscheinungen zeigt, noch ehe wir 30 Jahre alt sind, und der ständig weiter bis zu seinem Ende immer schwächer wird. Seine Gnade währt ewiglich. Ist es uns da auch nur für einen Augenblick gestattet, zu verfallen und zu sterben? Seine Gnade währt ewiglich. Sie muss genauso barmherzig, mächtig und liebevoll sein, wenn wir 100 Jahre alt sind, wie wenn wir 100 Tage alt sind. Was ist seine Wahrheit? Sie ist das Ich Bin. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das ewige Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und diese Wahrheit, die Ich Bin, ist unendlich, allgegenwärtig und ewig. Es gibt keine Trennung und keine Teilung zwischen Gott und Gottes Wahrheit, die Ich Bin. Was sagen die Leute, wer des Menschen Sohn sei? Die Törichten antworteten und sagten, dass Jesus dieser oder jeder Mann oder auch ein Wiedergeborener sei. Doch war das nicht die richtige Antwort. Die Antwort kam schließlich, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Die Heilige Schrift sagt uns, dass er,
der vom Himmel gekommen ist, und er, der zum Himmel aufgefahren ist, ein und derselbe ist, immer ein und dasselbe Ich bin. Ich bin die lebendige Wahrheit Gottes, und ich bin unendlich und ewig und allgegenwärtig. Dieses Ich lebt durch alle Zeiten hindurch. Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. Dieses Ich, von dem wir sprechen, das als Joel oder Maria erscheinen mag, ist keine Person. Es ist die Gegenwart Gottes. Es ist die absolute Allheit Gottes, die als individuelles Du und individuelles Ich erscheint. Es ist wiederum das Wort, das Fleisch geworden ist. Es ist das Wort selbst, das zum Körper wurde und unter uns wohnt, als Du und als Ich. Die Offenbarung der wahren Identität des Menschen war niemals dazu bestimmt, Eigentum einer Person, einer Institution, Organisation oder Kirche zu sein. Die Wahrheit des Seins soll offenbar werden. Das bedeutet für mich, Emmanuel, Tao oder der Christus, Gott ist mit mir. Es ist meine Gewissheit, niemals allein zu sein. Es ist meine bewusste Gewahrwerdung der Gegenwart und Macht Gottes, einer Gegenwart, die ich spüren kann, wie sie vor mir hergeht, die krummen Wege gerade zu machen und die Wege zu ebnen für das, was kommen soll. Diese drei Worte, Emmanuel, Tao und der Christus, bedeuten dasselbe: die Gegenwart und Macht Gottes bei uns und in uns. Sie bedeuten die wirkliche Erkenntnis, das tatsächliche Gefühl der göttlichen Gegenwart. Dieser Emmanuel erschien in den menschlichen Vorstellungen als eine Wolkensäule bei Tag und eine Feuersäule bei Nacht, als das Manna, das vom Himmel fiel, als das Wasser, das aus dem Felsen sprudelte. Immer erscheint Emmanuel oder Gott mit uns in der Form, die für uns in einem bestimmten Augenblick notwendig ist. Wenn Christus nicht in deinem und meinem Bewusstsein gegenwärtig wäre, dann wäre die christliche Lehre ein Fehlschlag und ein Schwindel. Was wir uns klar machen sollten: es ist nicht geistig, den Wunsch zu hegen, an einem anderen Ort zu sein oder eine andere Arbeit zu verrichten. Anstatt mit Bedauern zurückzuschauen oder auch nach vorn zu blicken und zu wünschen, an einem anderen Ort zu sein oder eine andere Tätigkeit auszuüben, sollten wir hier und jetzt erkennen, dass der Ort, wo wir stehen, heiliger Boden ist. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, wo wir uns gerade befinden. Mit heiligem Boden ist jener Ort gemeint, wo wir uns im göttlichen Bewusstsein befinden. Jener Ort, wo wir uns als Sohn Gottes, als Kind Gottes erkennen, als das Ich bin. Wenn wir spüren, dass wir auf heiligem Boden stehen, befinden wir uns im spirituellen Bewusstsein. Dann brauchen wir dem Ort oder der Lebensstellung, die wir einnehmen, keine Beachtung mehr zu schenken. Was wirklich zählt, ist, wo wir geistig stehen. Auf welcher Bewusstseinsebene stehen wir gerade jetzt? Wenn wir auf der großen Wahrheit beharren, dass ich die Wahrheit bin, wenn wir im Gottesbewusstsein verankert sind, dann können wir sagen, der Ort, auf dem wir stehen, ist heiliger Boden. Von diesem spirituellen Standpunkt aus können wir diese Wahrheit akzeptieren, dass alles, was der Vater hat, auch unser ist und alles, was Gott ist, auch wir sind. Lasst uns niemals von der äußeren Erscheinung her urteilen, um festzustellen, wie nahe wir dieser göttlichen Idee gekommen sind. Das könnte sehr enttäuschend sein. Wir werden immer mit dem Bild, das wir sehen, unzufrieden sein, wenn wir uns oder sonst jemanden wie gewohnt betrachten und nur das Endliche sehen. Unsere Aufgabe ist es nicht, uns gegenseitig nach äußeren Erscheinungen oder nach menschlicher Sichtweise zu beurteilen, wie weit wir schon gekommen sind oder inwieweit wir versagt haben. Erhebe dich, Sohn Gottes. Nimm deine Heilung an in der Erkenntnis deiner wahren Identität, denn du bist der lebendige Christus. Du bist der wahre Sohn Gottes. Nur durch einen entwickelten spirituellen Sinn kann der Ausübende wahrnehmen,
dass das, was nach außen als kranker und sündiger Mensch vor ihm erscheint, in Wirklichkeit die Gegenwart Gottes ist. Wir müssen also unseren Blick davon abwenden, was wir menschlich gesehen vor uns zu haben meinen und was unser Nächster sein mag, um mit den großen und wundervollen Wahrheiten zu beginnen. Der Ort, auf dem ich stehe, ist heiliger Boden. Alles, was der Vater hat, ist auch mein. Alles, was Gott ist, bin ich. Im Licht dieser Wahrheit sind es nicht die Sterblichen, die Gesundheit erlangen. Es ist das Ich, das wir sind, die göttliche Wirklichkeit unseres Seins, das die Gesundheit unseres Körpers ist, die Gesundheit unseres Seins und die Gesundheit aller, die bei uns Hilfe suchen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürcht ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich werde im Bewusstsein Gottes weilen, und wenn ich im Bewusstsein Gottes lebe, werde ich nicht nur ewig leben, sondern werde göttlich und geistig gespeist. Ich werde spirituell regiert und geführt. Doch kostet das etwas, und der Preis besteht eben darin, im Bewusstsein Gottes zu leben, ihn auf all unseren Wegen anzuerkennen, Gott als die Quelle und Grundlage der gesamten Existenz wahrzunehmen. Indem wir das tun, befolgen wir das erste Gebot: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn wir keine andere Autorität anerkennen und einsehen, dass Sünde, Krankheit, Mangel und Begrenzung keine Macht an sich haben, sondern Schatten bloßer Annahmen sind, verstehen wir Gott als das große universale Prinzip aller Existenz. Von da aus gehen wir zum zweiten großen Gebot weiter, das Jesus uns gab: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Universalität Gottes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein, wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wir haben hier ein Prinzip vor uns, auf dem die Entfaltung des unendlichen Wegs beruht. In die Sprache unserer Zeit übersetzt bedeutet dies: Wenn wir nicht unserem Menschsein absterben, können wir nicht vom Geist Gottes wiedergeboren werden. Auch können wir keine geistige Frucht hervorbringen, wenn wir weiterhin als menschliche Wesen leben. Die meisten Leute verstehen nicht wirklich, was es heißt, ein geistiges Leben zu führen. Wenn sie den geistigen Pfad betreten, empfinden sie für gewöhnlich: Ich bin ein menschliches Wesen, jemand, der nichts von Gott weiß, und ich bin krank. Mein Wunsch aber ist es, ein menschliches Wesen zu sein, das über Gott Bescheid weiß und dem es gut geht. Sie scheinen damit zufrieden zu sein, auf der Ebene des Erlebten zu bleiben und dabei frei von Disharmonien zu sein, all die angenehmen Dinge des Lebens zu erhalten und fröhlich ihres Weges zu gehen bis ins hohe Alter. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Hätte der Meister einfach weiterhin Kranke geheilt und Arme gespeist, wäre er wohl als großer Menschenfreund und Heiler bekannt geworden. Er wäre aber sicherlich nicht als Erlöser der ganzen Menschheit in die Weltgeschichte eingegangen. In ähnlicher Weise werden wir als gewöhnliche Sterbliche im Grab enden wie alle anderen, wenn wir durch spirituelle Arbeit weiterhin an der herkömmlichen Wesensart, in die wir hineingeboren sind, festhalten und wenn wir unsere geistige Praxis nur als ein Mittel ausüben, um bessere, gesündere oder reichere Menschen zu werden. Das heißt dann aber, sein Leben verlieren. Der Tod oder das Weitergehen ist kein Zeichen von Fortschritt, es sei denn, der Betreffende schreitet weiter voran,
auf seinem aufsteigenden geistigen Pfad. Dann wird der eine Fehlschlag im Erkennen der Gottgegenwart, dadurch, dass er aufgrund von menschlichen Irrtum, durch Unfall oder Krankheit stirbt, ihn nicht daran hindern, schnell wieder Fuß zu fassen und sich auf dem Aufwärtspfad neu zu begründen. Wer sich wirklich einmal auf dem geistigen Weg befindet, wird selbst dann, wenn er es in einer bestimmten Situation verpasst hat, die Gottesgnade zu verwirklichen und durch Krankheit oder Unfall stirbt, dieses nicht als eine Barriere für den Aufstieg im Bewusstsein erleben. Es wird nur ein vorübergehender Halt sein, der schnell wieder überwunden ist. Er wird sich zusammenreißen und dann tritt das in seiner Erfahrung ein, was oft über jene gesagt wird, die den Übergang vollzogen haben. Endlich erkennt er die Wahrheit, hat Erlösung gefunden und ist nun wirklich frei. Wer die Wahrheit nur für persönliche Zwecke einsetzt, hat noch keinen Schimmer von dem erkannt, was der Meister meinte, als er uns die große Lehre übergab. Dass sogar ein gutes Menschsein, ein wohlhabendes oder gesundes Menschenleben noch lange kein spirituelles Leben bedeutet. Materielles Leben und mentales Leben sind zwei Schichten ein und derselben Sache und beruhen auf der Stofflichkeit, auf Materie. Das spirituelle Leben jedoch ist etwas, das auf der menschlichen Skala kein Gegenstück findet. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Das bedeutet nicht ein Hassen im gewöhnlichen Wortsinn, sondern es bedeutet, dass wir lernen müssen anzuerkennen, dass jeglicher Grad menschlichen Lebens nicht das spirituelle Leben ist und dass wir willens sein müssen, die menschliche Vorstellung von Existenz aus unserem Bewusstsein verschwinden zu lassen, damit die spirituelle Auffassung von Leben an ihre Stelle treten kann. Wenn dies der Fall ist, sind wir bereit, zur Verwirklichung des Christus erhoben zu werden. Diese Lehre des Meisters bedeutet nicht, dass wir erst sterben müssen, um das ewige Leben zu finden. Denn dem Tod zu erliegen heißt auch, noch tiefer in die Sterblichkeit und Stofflichkeit hineingezogen zu werden. Es bedeutet vielmehr, dass wir anfangen sollen, täglich hier und jetzt für Dinge, die wir bisher als Ziel des materiellen Lebens angesehen haben, abzusterben. Vater, verherrliche deinen Namen. Zeige die Herrlichkeit, Gesundheit, Harmonie und Ewigkeit deines Seins als mich, als meine Erfahrung. Nicht um mich zu verherrlichen, nicht um zu zeigen, wie gesund oder wohlhabend ich sein kann, sondern um den Namen Gottes, die Natur und das Wesen Gottes zu verherrlichen. Im 12. Kapitel des Johannesevangeliums erfahren wir die Demut und Hingabe Jesu, der weder seinen Verstand noch seine Erkenntnis kundtat, sondern der das lebendige Zeugnis all dessen war, was vom Vater ist. Und zu welchem Zweck? Damit wir das Prinzip erlernen und auch danach handeln. Und um welches Prinzip geht es? Dass wir unsere persönliche Vorstellung vom Leben aufgeben müssen. Biblisch gesprochen, dass wir täglich sterben und unsere menschliche Auffassung vom Leben ablegen müssen. Mit anderen Worten, wir sollen uns nicht um unser Leben sorgen oder wünschen, dass wir gesünder werden oder dass unser Leben um einige Jahre verlängert werde, sondern wir sollen uns von der körperlichen Einstellung zum Leben abwenden, damit wir das spirituelle Bewusstsein, das ewige Leben ist, erlangen können. Wenige nur sind bereit, an Wunder zu glauben. Selbst diejenigen, die Lazarus von den Toten auferstehen sahen, selbst jene, die in der Wildnis gespeist wurden, selbst die Massen, die Heilung erfahren haben, glaubten nicht. Als der Augenblick der Prüfung kam, waren sie am Weglaufen, sogar jene, die vom Meister geheilt worden waren. All jene, die noch vom Wunsch nach einem besseren menschlichen Leben beseelt sind, werden ihre Augen lieber geschlossen halten. Sie wollen nicht sehen, wie Christus das hinwegnimmt, was der Welt als materielles Wohlbefinden erscheint. Obwohl es nur ein vorübergehendes Abstreifen ist, widersetzen sie sich dem,
denn es ist so bequem, mit ihrem guten, gesunden, wohlhabenden, menschlichen Leben fortzufahren. Das Menschsein wird sich also immer vom Christus abwenden wollen. Doch auch von den Obersten glaubten viele an ihn, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, auf dass sie nicht in den Bann getan würden, denn sie hatten lieber die Ehre bei den Menschen als die Ehre bei Gott. Wir müssen unsere Wünsche und Handlungen prüfen und sehen, ob wir eher etwas bei den Menschen als bei Gott suchen, nicht eher menschliche Annehmlichkeiten als das spirituelle Leben erstreben, welches das gesamte Dasein umformt. Von diesem Punkt hängt unsere geistige Verwirklichung ab. Jesus aber rief und sagte: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Es gibt viele verschiedene Zustände und Stufen des Bewusstseins, viele Zustände und Stufen der Gewahrwerdung, viele Zustände und Stufen der Entfaltung. So wollen wir uns also lieber über zu langsamen Fortschritt nicht beklagen. Lasst uns auch nicht klagen, wenn es uns einmal zu stürmisch vorangeht und der Impuls von innen, der innere Antrieb so stark wird, dass er uns nur noch wenig Nachtruhe und auch nur tagsüber wenig Ruhe lässt. All das kommt auf dem geistigen Weg vor. Es ist die alte Geschichte, die da immer wieder erlebt wird, dass Gott spricht: Du hast mich nicht erwählt, sondern ich habe dich erwählt. Wenn dieser Ruf an uns ergeht und Gott von unserem Bewusstsein Besitz ergreift, sind wir gezwungen, Schritte voranzutun, von denen wir oft wünschten, wir müssten sie nicht tun. Die Ganzheit des Geistes. Wenn die Universalität des Christus richtig verstanden würde, dann würde man niemals eine Kirche für besser und dem Reich Gottes näher ansehen als die andere. Der Christus ist für den Sünder wie für den Heiligen da. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Der Meister gab für diese Lehre ein Beispiel durch seine Bereitschaft, auch die Frau, die Ehebruch begangen hatte, und den blindgeborenen Jungen zu heilen. In keiner Weise unterschied der Meister zwischen Heiligen und Sündern, außer dass er dem Sünder sagte: Sündige hinfort nicht mehr. Die Lehre des Meisters ermutigt keinen zur Sünde. Sie legt nur dar, dass der Christus bereit und allgegenwärtig ist, uns aus dem herauszuholen, worin wir uns verrannt haben, sei es Sünde, Krankheit, Mangel oder Gefangenschaft. Das Verständnis des Christus erfordert einen anderen Bewusstseinszustand. Denn hier haben wir es mit etwas zu tun, das für den begrenzten materiellen menschlichen Sinn unsichtbar und unbegreifbar ist. Es ist das, was Hiob meinte, als er sagte: Er hängt die Erde ins Nichts. Ein Arzt weiß, wie man eine geschwollte oder eine Warze beseitigt und welche Schritte bei einer Infektion oder einer Blutvergiftung zu unternehmen sind. Doch fällt einem Arzt das Verständnis nicht leicht, wenn jemand in einem Hotelzimmer in San Francisco sitzt und durch Gebet die Unreinheiten aus dem Blut einer Person entfernt, die sich über einen halben Kontinent entfernt in Chicago aufhält. Die materielle Sichtweise kann sich so etwas einfach nicht vorstellen. Denn sie baut auf die Vorstellungen von Zeit und Raum mit Höhe, Breite und Tiefe auf. Wenn sich ein Mensch außerhalb des Bereichs dieser greifbaren Maße befindet, bleibt nichts übrig, woran er sich klammern könnte. Denn das ist alles, woraus der materielle Sinn besteht und alles, was ihm zu begreifen möglich ist. Es gibt jedoch etwas, das nicht in Zeit und Raum eingeschlossen ist, das weder Höhe, Weite noch Tiefe hat und dennoch so wirklich ist, dass es Nahrung wie Fische und Brote in großen Mengen beschaffen kann. Wir befinden uns am Ort des Bewusstseins, wo wir das, was wir niemals sehen, hören, schmecken, riechen oder berühren können, als wirklich, allgegenwärtig und allmächtig akzeptieren. Wer von diesem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird niemals mehr dürsten.
Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Das Essen, das er hatte, war diese Nahrung des Geistes, diese Erkenntnis des Christus, diese Gewahrwerdung der Allgegenwart des Guten. Dieser Geist speist den Körper mit dem, was die Welt Nahrung nennt. Und doch ist es eine unsichtbare Nahrung. Er versorgt den Körper mit Ruhe, selbst wenn der Körper nicht in Bewusstlosigkeit auf einem Bett liegt. Man kann völlig wach sein und seine Arbeit verrichten und auch die gleiche Ruhe empfangen, die andere durch Schlaf erhalten, wahrscheinlich sogar eine noch weit höhere Form der Ruhe. Um diesen unsichtbaren Ausdruck einer unsichtbaren Substanz zu erkennen, ist die Fähigkeit erforderlich, den Christus wahrzunehmen, wo immer ein menschliches Wesen zu sein scheint. Wenn jedoch der spirituelle Sinn einmal erlangt ist, dann ist alles, was wir bewusst wahrnehmen, das Kind Gottes, die Gegenwart Gottes. Unser Denken macht keine Unterschiede, ob es sich um männlich oder weiblich, jung oder alt handelt. Man erkennt die Einheit von allen in Christus. Das ist die Anerkennung der spirituellen Ganzheit, nicht mehr des Getrenntseins einzelner Männer und Frauen. Man sieht nicht verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Interessen, sondern die eine göttliche Liebe, die als individuelles Sein offenbar wird. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Individualität verlieren. Wir gewinnen vielmehr größere Individualität. Je mehr von Gott durch uns hindurch scheint, umso höher ist der Grad dessen, was die Welt Individualität nennt. Manchmal wird es auch Persönlichkeit genannt, aber jede Eigenschaft, die einer Person als Persönlichkeit zugeschrieben wird, sollte als eine Entwicklungsstufe oder Facette von Gott verstanden werden und nicht als eine persönliche Eigenschaft der betreffenden Person. Als Jesus sagte, ich habe nicht aus mir herausgesprochen. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Hat er sich nicht dazu erhoben, der Vater zu sein? Er hat die persönliche Vorstellung vom Selbst beseitigt und gezeigt, dass der Vater alles ist und dass die Individualität Gottes unendlich ist und in unendlicher Vielfalt erscheint. Wir schauen nicht auf unsere eigene Klugheit, unsere Erziehung, Erfahrung oder Vererbung. Wir schauen auf den Christus, den unendlichen, unsichtbaren Geist Gottes in unserem Inneren, damit er uns den rechten Weg weise. So hat der Christus, der als dein Bewusstsein wirkt, dich auch Schritt für Schritt zu dieser Stunde und zu diesem Buch hingeführt. Dieses unendliche Unsichtbare in deinem Inneren wird weiter wirken und dich weiterführen, so weit du gehen kannst, wenn es notwendig ist, bis zur Fülle des Christusgeistes. Lehrer und Lehren sind nur vorübergehende Hilfen, sind Meilensteine auf dem Weg des sich entfaltenden Bewusstseins. Jede spirituelle Botschaft wird direkt vom Christus empfangen, denn der Christus ist immer bei uns. Dieser Bewusstseinszustand erscheint immer wieder neu im Verlauf der Geschichte. Einmal mag er als Moses bekannt sein, ein anderes Mal als Krishna, zu einer anderen Zeit als Jesus Christus und heute als einer unserer modernen geistigen Lehrer. Wir erkennen es teilweise jeden Tag, wenn wir uns nach innen wenden, um Heilung von Kopfweh, Rheuma oder Erkältung durch sein Wirken zu erwarten und zu empfangen. Es ist tatsächlich körperlich möglich, auf dem Wasser zu wandeln. Es ist körperlich möglich, durch die Wand zu gehen. Aber dazu bedarf es eines höheren Grads der Bewusstseinsentfaltung, als wir im Moment erreicht haben. Es besteht kein Zweifel, dass bereits ein hohes Maß an Christus Bewusstsein erreicht worden ist, wie von einer weltweiten Manifestation bezeugt ist. Die metaphysische Welt vollbringt heute Heilungen, die man nur zu Zeiten des Meisters für möglich gehalten hätte. Wir müssen erkennen, dass wir niemals alleine sind, denn der Vater ist immer bei uns. Der Christus ist allgegenwärtig. Er geht vor uns her und wirkt in uns als Weisheit, als unser Schutz und Ratgeber. Er ist alles für uns auf allen unseren Wegen. Er ist die Wirklichkeit, die tatsächliche Kraft unseres Seins.
Es ist dieselbe Kraft, die wir erkennen, wenn wir um Hilfe gebeten werden und die stille, sanfte Stimme hören, die sagt: Bekämpfe nicht diese Krankheit, bekämpfe nicht diese Sünde. Der Kampf liegt nicht bei dir, sondern bei Gott. Der Geist Gottes in uns, dieser Christus, ist der Meister aller Situationen. Er zerstreut die Illusionen der Sinne, ganz gleich, ob die Illusion als Sünde, Krankheit oder Tod, als sündiger, kranker oder toter Mensch erscheint. Was die Illusion zerstört, ist die Gegenwart Gottes, die wir besser in Ruhe und Stille als durch mentales Bemühen kennenlernen. Nur wenn die menschlichen Sinne schweigen, können wir die stille, sanfte Stimme erkennen. Wenn wir einmal erkannt haben, dass der Irrtum nichts anderes als mentale Bilder, Illusionen und Suggestionen ist, die von uns entweder angenommen oder zurückgewiesen werden können, sind wir am Punkt des Christus angelangt, wo wir erkennen, dass es nicht notwendig ist, zu kämpfen. Es bedarf der Praxis, es bedarf des Vertrauens zu Gott, selbst unter scheinbar sehr widrigen Umständen und in sehr schwierigen Situationen, deren Lösung Zeit braucht. Aber das Verharren in dieser Wahrheit bringt uns allmählich das Licht der Christusgegenwart. Und dies ergibt sich durch hingebungsvolles Üben dieser Gegenwart. Jeder muss die Entscheidung treffen, ob er Gott oder dem Mammon dienen will, ob er der menschlichen Vorstellung vom Leben dienen und auf dieser Ebene kämpfen und erfolgreich sein will, oder ob er Ruhe vom mentalen und physischen Kampf finden und Christus von ihm und seinen Angelegenheiten Besitz ergreifen lassen will. Wir ergreifen niemals Besitz von Gott. Wir benutzen niemals diese Wahrheit. Wir benutzen niemals den göttlichen Geist. Der Geist ist es, der uns berührt, uns transformiert und erhebt und alles für uns tut, was getan werden muss. Der große Fehler besteht im Glauben, dass wir weiterhin gewöhnliche menschliche Wesen seien, ein materiell ausgerichtetes Leben führen und gleichzeitig ein großes Wissen vom göttlichen Geist haben können. In dem Ausmaß, in dem wir menschliche Wesen bleiben, fehlt uns das Verständnis vom Geist Gottes. Wenn wir tagtäglich der menschlichen Vorstellung von Macht, Intellekt und Verständnis absterben und vom göttlichen Geist erfüllt werden, gehen wir hinaus und werden aktiv in der Welt. Wenn wir einmal vom Geist berührt werden, ist es unmöglich, mental oder physisch faul zu sein. Der Geist wird uns keine Ruhe lassen. Gott, der Allgegenwärtige und die einzige Macht. Die meisten Menschen gelangen zu einem Studium der Wahrheit, weil sie Erlösung von den Sorgen und Übeln der Welt suchen. Und für eine gewisse Zeit ist es sehr befriedigend zu wissen, dass Probleme jeglicher Art durch spirituelle Kraft mit Hilfe des Gebets gelöst werden können. Ich weiß, wovon ich spreche, denn nach dem Ersten Weltkrieg wurde mir gesagt, dass ich höchstens noch 3 Monate zu leben hätte. Für mein Leiden war kein Heilmittel bekannt. Und doch war ich trotz dieses Urteils nach 3 Monaten so völlig geheilt, dass kein Anzeichen von Krankheit, keine Spur des Leidens in all den Jahren seit 1921 mehr auftrat. Ich habe viele andere Heilungen durch den göttlichen Geist erlebt und ich habe tausende von Heilungen miterlebt. 1928 geschah es, dass meine Gewohnheit zu rauchen, zu trinken und Karten zu spielen verschwand, als ich mit einem Ausübenden zusammensaß. Dies waren keine allzu großen Sünden, aber doch Irrtümer auf dem geistigen Weg. Es trat nicht nur eine Heilung von der Gewohnheit des Rauchens, des Trinkens und des Kartenspielens ein, sowie auch von einigen anderen geringfügigen menschlichen Irrtümern, sondern es kam auch eine Erleuchtung, ein Emporgehobenwerden des Bewusstseins über das zustande, was wir die weltliche Ebene nennen. Niemals in all den Jahren, die inzwischen vergangen sind, bin ich wieder völlig auf die Erde zurückgekehrt. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht während dieser Zeit auch viele Probleme gegeben hätte. Es gab viele, aber ich habe gelernt, dies als einen Teil meiner eigenen Entwicklung zu betrachten. Mit der Zeit nahm die Befriedigung ab, die ich durch meine Geschäftstätigkeit erlangt hatte, und bald nach der Erleuchtung im Jahre 1928 begann ich mit der Praxis des geistigen Heilens.
Dies wurde dann im Jahre 1930 zu meiner Lebensaufgabe. Es war nur notwendig, still zu sitzen, im Frieden zu sein, die Gegenwart des göttlichen Geistes zu fühlen, um dann wenig später von dem Patienten zu hören: Es geht mir blendend. Was ist so großartig daran, die Schmerzen anderer zu beseitigen oder sie von einer Krankheit zu befreien, damit sie dann zu ihrer menschlichen Lebensweise zurückkehren können? Meine Aufmerksamkeit begann sich mehr darauf zu konzentrieren, das Bewusstsein der Menschen für die Erkenntnis der Gegenwart und Macht Gottes und die ständige Verfügbarkeit Gottes zu öffnen. Dies brachte ein größeres Gefühl von Frieden und Freude in meine Arbeit. Es schien mir vielmehr so, als erfüllte ich die Lehre des Meisters nun besser, weil er doch ausdrücklich sagte, wir sollten uns nicht um unser Leben sorgen, sondern dass es die Freude des Vaters ist, uns das Reich zu geben und dass uns auf der Suche nach dem Gottesreich all diese Dinge zufallen werden. Buddha wies darauf hin, dass er niemals auf den Gedanken kam, er müsse die Menschen von ihren Sünden oder Krankheiten heilen. Der einzige Gedanke in seinem Bewusstsein war: Gibt es ein Prinzip, das Sünde, Krankheit und Tod von der Welt nehmen wird? Von dem Augenblick an, da dieser Gedanke in mein Bewusstsein trat, wurde dies zu meinem Gebet und meiner Meditation. Von da an suchte ich ein Prinzip, das nicht nur die Menschen heilt, sondern das tatsächlich Sünde und Krankheit aus der Welt nimmt. Ohne Zweifel hat Buddha dieses Prinzip entdeckt. Seine Erleuchtung enthüllte das Prinzip, dass es weder Sünde noch Krankheit oder Tod gibt, dass dies keine Wirklichkeiten sind, sondern bloße Annahmen im menschlichen Denken, die verschwinden, sobald sie als solche erkannt sind. Was ist nun spirituelle Kraft, die aktiviert wird, um eine Krankheit zu heilen oder Sünden zu überwinden? Spirituelle Kraft, eine Kraft, die auf Wahrnehmung der Allheit Gottes beruht, ist im Grunde genommen die Erkenntnis der Unwirklichkeit all dessen, was als die Macht von Krankheit und Sünde erscheint. Dieses Prinzip der Heilung beruht auf der Allheit Gottes. Aber die Allheit Gottes wird nur in dem Verhältnis tatsächlich erfahren, in dem jemand die Nichtigkeit all dessen erkennt, was als Sünde und Krankheit in Erscheinung tritt. Für die menschlichen Sinne ist Krankheit sehr wirklich. Und doch offenbart die spirituelle Kraft, dass es keine Macht in der Krankheit gibt, dass die Macht nicht in der Krankheit selbst liegt, sondern darin, dass ein universeller Glaube an Krankheit und eine allgemeine Furcht vor ihr besteht. Es ist jetzt unsere Pflicht, der Welt zu beweisen, dass menschliche Annahmen in Bezug auf Politik, Regierung oder Wirtschaft, die genauso verheerend sind wie Epidemien, ebenfalls keine Macht sind. Die Hausfrauen, die sich in ihrer Küche mit kochendem Wasser oder heißem Fett verbrannten und dann schmerzlose Heilung der Brandwunden aufwiesen, sind lebendige Zeugen für diese Wahrheit, dass die Gesetze der Materie keine eigentlichen Gesetze sind. Sie sind Vermutungen, die in dem Augenblick zunichte werden, in dem man eins ist mit Gott, eins mit der Wahrheit und man erkannt hat, dass das, was als Sünde, Krankheit oder Infektion in Erscheinung tritt, kein Gesetz und keine Macht darstellt. Spirituelle Macht ist die Erkenntnis, dass Gott allein, das Gute allein, Geist allein Macht ist und dass alles, was in Form menschlicher Erfahrung erscheint, keine Macht ist. Menschen mit entwickeltem spirituellen Bewusstsein erkennen, dass das menschliche Denken keine Macht ist. Das menschliche Denken ist ein Ort der Gewahrwerdung. Aber es ist keine Macht. Das Denken aller Menschen in der Welt zusammen könnte keinen einzigen Mantelknopf in einen Diamanten verwandeln. So kann das inspirierte Gebet eines Menschen seine Augen für die Wahrheit der Allgegenwart Gottes öffnen, die als Herrschaft, Reinheit, Leben, Wahrheit, Liebe, Seele und Geist erscheint. Das, worauf es ankommt, ist: Können wir durch das Wissen, dass Gott allmächtig ist, so eins mit Gott und dadurch zu solch einer Mehrheit werden, dass wir alles böse und unwissende menschliche Denken zunichte machen können, sodass es nicht als die Erfahrung der Menschen auf der Erde wirken kann?
Wenn wir fähig und bereit sind, diese große Wahrheit von Gottes Allmacht und Allgegenwart zu akzeptieren und erkennen, dass all das, was in der Maskerade von menschlichem Denken, menschlichem Willen, menschlichem Verlangen, Begierde, Habgier und Feindseligkeit auftritt, keine Macht ist, machen wir uns bereit für die Erfahrung des Christus. Der Christus ist eine Erfahrung, die jeder von uns haben kann, wenn er nur möchte, und zwar jeden Augenblick, jeden Tag, jede Woche. Der Christus soll in deiner wie in meiner Erfahrung leben, doch muss er manifest gemacht werden durch unseren bewussten Wunsch, durch unsere ganz bewusste Bemühung, durch die bewusste Aktivität unseres täglichen Lebens. Das große Geheimnis besteht darin, dass Gott Geist und Bewusstsein von dir und mir ist. Gott ist dein Geist und meiner. Gott ist dein Bewusstsein und meines. Gott ist hier, gerade da, wo wir sind. Hier und jetzt ist Gott unsere Seele und unser Bewusstsein. Ohne dieses Verständnis können wir niemals hoffen, den Christus in unsere Erfahrung zu bringen. Denn sonst würden wir nur da suchen, wo er nicht ist, nämlich irgendwo da draußen und getrennt von uns, außerhalb unseres eigenen Seins. Wenn wir, auch verstandesmäßig, zum Wissen gelangen, dass die Heilige Schrift wahr und Gott Liebe ist, nicht eine Liebe außerhalb von uns, sondern die Liebe, die durch uns hier, wo wir sind, zum Ausdruck kommt, dass Gott Geist ist, nicht ein göttlicher Geist irgendwo im Weltall, sondern der Geist deines und meines Seins, direkt hier, dann haben wir den ersten Schritt zur Verwirklichung des Christus getan. Der Christus ist jener Bewusstseinszustand, deiner und meiner, aus dem Hass, Furcht und bedingte Liebe verschwunden sind. Wenn wir auch nur in geringem Maße unsere Furcht vor Irrtum überwinden, ob es nun Furcht vor Gedanken oder Gefühlen ist, oder Furcht vor dem falschen Denken eines anderen oder von uns selbst, Furcht vor dem universellen sterblichen Denken oder vor Infektion, Ansteckung, Mangel oder Begrenzung, dann wird unser Bewusstsein zum Christusbewusstsein. Das geschieht in dem Maß, in dem wir unser Bewusstsein von Furcht befreien. Wenn wir einmal den Gedanken aufgegeben haben, dass wir ein eigenes Leben haben und wirklich zu der Erkenntnis gelangen, dass Gott unser Leben ist, werden wir auf dem Wasser wandeln können, ohne Furcht vor dem Ertrinken. Wenn wir unsere Furcht vor der Welt verlieren, wenn wir von der Wahrheit der Worte des Meisters an Pilatus überzeugt sind und wir zu unserem besonderen Pilatus, sei dies Sünde, Krankheit, Mangel, Begrenzung oder Einsamkeit, mit Jesu Worten antworten können: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre, dann entwickeln wir unser Christusbewusstsein zu eben diesem Ausmaß. Das Gute kommt aus den Tiefen unseres eigenen Bewusstseins. Wir warten darauf, es möge von außen kommen. Wir glauben vielleicht sogar, es müsse vom Heiler oder Lehrer kommen, aber dem ist nicht so. Es steigt aus den Tiefen unseres eigenen Bewusstseins auf. Irgendwo auf der Welt muss es diejenigen geben, die bereit sind, eine Stufe höher zu gehen, anstatt nur zu versuchen, Gott zur Heilung ihres Körpers oder zur Vermehrung ihres Einkommens einzuspannen. Irgendwo auf der Welt muss es diejenigen geben, die bereit sind, auf den Meister zu hören. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Begreifen wir doch, dass wir, wenn wir versuchen, unser Leben im menschlichen Sinne zu erhalten, uns nur an etwas Endliches klammern, das doch bald einmal ein Ende hat. Wenn alle unsere Ängste besiegt sind und unser Bewusstsein sich mehr und mehr öffnet, erscheint der Christus. Der Christus ist das spirituelle Bewusstsein, das in jeder Form, die gerade für unsere geistige Entwicklung notwendig ist, erscheint. Der Christus ist dein und mein Bewusstsein, wenn dieses Bewusstsein die Angst um sich selbst und um die Welt aufgegeben hat, wenn es den Glauben aufgegeben hat, dass menschliches Denken Macht habe, dass Hass, Neid, Eifersucht oder Boshaftigkeit etwas bewirken können, sei es Krankheit oder Krieg. Mystik ist die Enthüllung einer unendlichen Gegenwart und unendlichen Macht, einer Allgegenwart und Allmacht, die unser eigenes Bewusstsein ist.
Damit ist kein weit entfernter Gott gemeint. Es ist das Königreich in uns. Dieses Wissen müssen wir in die Welt hinaustragen und in Bezug auf die Probleme der Welt auch anwenden. Wir haben es mit unserer Art zu denken zu tun. Einem bösen menschlichen Denken auf der einen und einem Unwissenden auf der anderen Seite, was insgesamt beides zusammen unser menschliches Denken ausmacht. Als solches hat es Macht nur über eine Welt, die Gedanken als Macht anerkennt. Aber es wird null und nichtig, wenn es auf die Wahrheit trifft, die Wahrheit von Gottes Ordnung, die eine Ordnung der Liebe, des Lebens, der Intelligenz ist. Und wenn dem so ist, berührt es den Christus unseres Seins und Christus tritt dann als Sicherheit und Frieden in Erscheinung. Ungeachtet all dessen, was in der Welt vor sich geht, bleiben wir unberührt von Gefahren, Disharmonien oder Zerstörung. Die Söhne Gottes können niemals zerstört werden, denn so etwas gibt es nicht. Wirklichkeit kann niemals zerstört werden. Gott, das einzige Leben der Welt, wird niemals ausgelöscht. Und dieses Leben ist dein individuelles Leben, wie auch das meine. Selbst wenn die Menschheit vernichtet würde, wird nicht eine einzige individuelle Seele, nicht ein einziges individuelles Bewusstsein sterben. In Wirklichkeit hat es seit Beginn der überlieferten Geschichte niemals einen Tod gegeben. Und der Grund dafür ist, dass es niemals mehr als ein Leben im Himmel oder auf der Erde gegeben hat. Und dieses Leben ist Gott. Es ist unzerstörbar. Ob es als dein Leben oder mein Leben, als das Leben Jesu Christi oder das Leben des Baumes da draußen erscheint. Christus ist unser eigenes Bewusstsein. Und dieser Christus erscheint greifbar in der Form, die für unsere Erfahrung notwendig ist. Nahrung, Kleidung, Verkehrsmittel, Unsterblichkeit, Ewigkeit oder was sonst noch benötigt wird. Christus erscheint als diese Form. Gott, die allgegenwärtige Wirklichkeit. Freiheit der Gesundheit in Christus und Freiheit der Versorgung in Christus sind etwas ganz anderes als Freiheit im Körper und Freiheit aufgrund finanzieller Mittel. Wir verlieren jedes Gefühl der Anspannung, wenn wir erkennen, dass unsere Gesundheit, unser Wohlstand und unser Glück nicht in diesen Dingen zu finden ist, sondern dass unsere Freiheit von Christus kommt, wenn wir ihm unser Bewusstsein öffnen. Christus gibt sich ewig als mein Bewusstsein kund und ich bin empfänglich für dieses Bewusstsein, das die Verkörperung von allem ist, was ist. Alles, was ist, ist gut und da Gott alles erschaffen hat, was ich bin, bin ich diese direkte Verkörperung dieses Guten. Ich bin der Zustand der Empfänglichkeit, in dem sich dieses unendliche Sein zum Ausdruck bringt. Um uns von Mangel, Begrenzung und Disharmonien zu befreien, müssen wir zuerst diese Freiheit in Christus finden. Freiheit in Christus bedeutet, vom Geist erfüllt zu sein, in allen unseren Tätigkeiten die Seele wirken zu lassen. Es ist die praktische Anwendung der Lehre des Meisters. Ich kann nichts aus mir selbst tun. Und der Lehre des Paulus. Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Nur wenn wir erkennen, dass Gottes Geist die Gesundheit von Körper und Gemüt ausmacht, nur wenn wir unsere Gesundheit in Gott anstatt im Körper suchen, finden wir wahre Gesundheit. Unser Körper ist ein spiritueller Körper, denn er ist der Tempel des lebendigen Gottes. Unser Bewusstsein hat den Körper geformt und formt ihn weiterhin. Bewusstsein in seinem reinen Zustand ist Gott. Aber wir haben den allgemeinen Glauben angenommen, dass dieses Bewusstsein persönlich für uns besteht. Daher ist unsere Erfahrung auf das persönliche Bewusstsein beschränkt, das durch unsere Erbanlagen, Umgebung, Erziehung und individuelle Erfahrungen geprägt ist. Je länger wir an diesem Glauben festhalten, dass Körper, Geschäft, Gesundheit und Ehe unser persönliches Bewusstsein ausdrücken, umso länger werden wir Begrenzungen in diesem Bereich erfahren. Es gab eine Zeit, da glich meine Vorstellung von Unsterblichkeit der vieler anderer. Ich dachte an sie als an eine große Zahl von Jahren, an ein langes Leben auf Erden.
Ich dachte, dass ich, wenn ich 100 oder 150 Jahre alt werden könnte, durch diese verlängerte Lebenszeit mehr und mehr Unsterblichkeit erfahren würde. Jetzt weiß ich es besser. Ich weiß nun, dass Unsterblichkeit oder Ewigkeit eine gegenwärtige Möglichkeit ist. Sie ist nicht nur das, sondern eine gegenwärtige Realität, ungeachtet der Tatsache, dass wir uns dessen meist noch nicht voll bewusst sind. Bevor Abraham ward, bin ich. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. Das Geheimnis liegt in dem Wort Ich. Dieses Ich ist unabhängig vom Körper. Dieses Ich ist überhaupt nicht in einen Körper eingeschlossen. Dieses Ich ist universal, erscheint aber hier auf der Erde als Körper. Wenn du mich anschaust, sieht es aus, als ob ich der Körper sei. Aber ich bin keineswegs der Körper. Was du siehst, ist nicht ich. Was du siehst, ist mein Körper. Ich bin sicher, dass viele von euch einige Erfahrungen mit dem mystischen Leben haben. Mit diesem Leben, in dem wir bewusst unsere Einheit mit Gott erfahren. Diejenigen, die diese Erfahrung auch nur in geringem Maße gemacht haben, sind sich in gewisser Weise ihrer Präexistenz bewusst geworden. Sie wissen nicht nur, dass sie vor ihrer Geburt auf dieser Ebene gelebt haben, sondern manchmal auch, wie und wo sie gelebt haben und erinnern sich an Erfahrungen, die vor der sogenannten menschlichen Existenz stattgefunden haben. Mit der mystischen Erleuchtung geht die Erkenntnis einher, dass sie unendlich und individuell sind und dass sie doch immer Gott sind, der sich in unendlicher Vielfalt an Formen offenbart. Unsere Erfahrung wird davon bestimmt, ob wir die menschliche Auffassung von Bewusstsein oder ob wir Gott als unser Bewusstsein annehmen. Was immer wir tun mögen, wenn wir auf unsere Erfahrung, Umgebung oder Erziehung schauen, werden wir begrenzt sein. Mit anderen Worten, Gott, die Quelle aller göttlichen Ideen, bereitet diejenigen vor, die seine Ideen nutzen sollen. Wenn du daher sicher bist, dass deine Arbeit ein gewisses Maß an göttlicher Gnade, Schönheit, Heiligkeit, Harmonie sowie auch die Idee des Dienens, der Intelligenz, der Liebe oder ähnliche Eigenschaften in sich trägt, dann kommt sie von Gott. Die gesamte Tätigkeit ist von Gott. Wir sind Beobachter und es ist fast so, als ob wir Gott bei seiner Arbeit zuschauen, als ob wir einfach nur die Tätigkeit Gottes beobachten und über seine Großzügigkeit, seine Schönheit, seine Fülle staunen. Sobald wir beobachten, wie Gott sich als unsere Erfahrung offenbart, werden wir überrascht sein, in welch unendlichen Möglichkeiten Gott erscheinen kann. Ich spreche nicht speziell vom Geld. Geld ist wirklich der geringste Teil unserer Erfahrung. Schönheit, visionäre Kraft, Weite, Freude, das sind die Dinge, die uns in Erstaunen versetzen werden. Wenn wir wissen, dass Gott unser Bewusstsein ist, ist unser Bewusstsein unendlich und unendliche Dinge werden von ihm ausströmen. Wir befinden uns nur zu einem einzigen Zweck auf dem geistigen Weg, um täglich unserer menschlichen Auffassung vom bisherigen Leben abzusterben und dem Leben, das Gott ist, wiedergeboren zu werden. Dann können wir sehen, wie ein Geschäftsmann zu einem religiösen Lehrer, wie ein Schullehrer zu einem Maler, einer Hausfrau, einem Dichter oder Musiker wird. Dieses Bewusstsein, das Gott ist, ist das Bewusstsein, das deinen Körper gebildet hat, noch bevor er im Mutterleib war. Du bist keine endliche, begrenzte Person, die einen Körper für sich selbst erschuf. Gott, das göttliche Bewusstsein, hat diesen Körper für dich erschaffen. Und dieser Körper gehört ihm, ganz gleich, wie krank oder unvollkommen er im Augenblick erscheinen mag. Wenn du diesen Körper aus spiritueller Sicht sehen könntest, würdest du ihn in seiner unendlichen Vollkommenheit und in seiner ewigen und unsterblichen Entfaltung sehen. Wir sehen ihn nur mit den alten Augen unserer persönlichen Sicht, anstatt mit den neuen Augen der spirituellen Vision. Das heißt, wir sehen mit den ersten Adamsaugen, anstatt mit den neuen. Wir sollten besser unsere Augen schließen, anstatt in einen Spiegel zu schauen. Denn dann sehen wir den Körper, wie er wirklich ist. Wenn wir in das Bewusstsein der geistig Erleuchteten eintreten,
haben wir keine Entschuldigung mehr für die Endlichkeit und Begrenzung in unserer eigenen Erfahrung. Von dem Augenblick an, da wir auf Gott als unser Bewusstsein bauen, ist Unendlichkeit unsere Quelle, und diese Quelle verströmt sich unendlich. Der erste und größte Schritt in Richtung auf das Sich-Öffnen des Bewusstseins für die Wahrheit besteht darin, zu lernen, jeden Tag mindestens dreimal eine kurze Zeit dem stillen Gebet oder der Meditation zu widmen. Es soll eine gewisse bewusste Tätigkeit vor sich gehen, die als Empfänglichkeit bezeichnet werden kann. Einfach das Ohr öffnen oder für einen Moment stillsitzen und erkennen: Ich bin empfänglich für den Christus. Wir können uns dazu hinsetzen oder auch aufrecht stehen oder umhergehen, aber wir müssen unser inneres Ohr öffnen und unsere Empfänglichkeit für den Christus entwickeln. Und in dieser Stille beginnen wir das Einströmen des Geistes zu spüren, wie er durch den ganzen Körper hindurchströmt. Es ist dies ein »Sprich, o Herr, dein Diener hört« oder das Gebet des hebräischen Propheten Elias: »Öffne seine Augen, damit er sehend werden möge«. Gesundheit, Wohlstand, Harmonie, gute Gelegenheiten, Friede, Freude, Macht und Herrschaft, das alles ist bereits da. Unser Bewusstsein ist voll davon. Mit dieser inneren Vision können wir alles schauen, was jetzt gegenwärtig ist. Es ist alles hier. Wir brauchen unserer Erfahrung nicht ein einziges neues Ding hinzuzufügen, um sie vollständig zu machen. Wir müssen nur unsere spirituellen Augen öffnen, um die Fülle und die Vollkommenheit von Gottes Weltall zu schauen, das hier und jetzt schon da ist. Und dann ist die Welt neu.